Bekanntlich sind Prognosen ja dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ich prognostiziere heute für das zweite Quartal einen Game Changer und der entsteht durch das, was man als Inflation bezeichnet. Denn diese Inflation und die Erwartung dieser Inflation, die wird weitreichende Folgen haben. Es fängt damit an, dass es für Kreditgeber unattraktiv wird, für bisherige Konditionen Geld zu verleihen. Die brauchen einen Ausgleich für Inflation. Das bedeutet, dass dann eben die Zinsen nach oben gehen, die Kapitalmarktzinsen nach oben gehen, wiederum Geld dadurch teurer wird, wiederum Schulden dadurch schwerer tragbar werden, weil eben Kreditgeber sagen, hey, ich muss einen Ausgleich haben für diese gestiegene Inflation und diese Inflation dürfte durch einen Ketchup-Effekt kommen. Ketchup-Flasche, man versucht lange da etwas rauszubekommen, kommt nichts und dann plötzlich kommt es ziemlich dicke und jetzt verdichten sich die Anzeichen immer stärker, dass es sehr, sehr dicke kommen wird und das dürfte das zweite Quartal bestimmen. Gestern ja das Ende des ersten Quartals, der letzte Tag des Quartals gewesen. Deshalb mal der kleine Rückblick jetzt in diesem Video und der Ausblick auf das zweite Quartal. Fangen wir zunächst mal an mit Schweinen. Ich finde, das ist immer ein sehr guter Start. Wir sehen jetzt, dass die Schweinepreise gestern explodiert sind auf ein 7-Jahres-Hoch und da kommt etwas zum Ausdruck, was vielleicht typisch ist jetzt im Gefolge der Corona-Krise. Die Schweinemäster, die Schweinehalter in den USA haben im Rahmen der Corona-Krise das Problem gehabt, dass die Preise massiv gefallen sind, gleichzeitig aber die Futterkosten gestiegen sind. Dadurch hat man den Schweinebestand abgebaut. Jetzt gibt es aufgrund der steigenden Nachfrage zu wenig Schweine. Und das betrifft so viele Sektoren. Das sehen wir derzeit in der Containerschifffahrt. Da wurden Schiffe aussortiert, erstmal stillgelegt. Da wurden Container erstmal ausrangiert. Jetzt hat man sozusagen diese gestiegene Nachfrage und kommt nicht mehr hinterher. Und das dürfte dieser typische Effekt sein, dass dann eben eine extreme Ausweitung der Geldmenge dann auf eben eine Verknappung der Güter trifft. Man kommt als Produzent nicht leicht hinterher, gleichzeitig steigen die Inputkosten, also die Kosten der Produktion. Gleichzeitig kann man bisher noch nicht wirklich diese gestiegenen Kosten weitergeben. Also hier Schweine, erstes Beispiel in Chicago, Terminmarkt, höchster Preis seit 7 Jahren. Aber nicht nur bei Schweinen geht es mit den Preisen nach oben, sondern wir sehen auch Mais durch die Decke schießend, 8% jetzt seit gestern gewonnen. Sojabohnen explodieren nach oben. Hier ein Ausschnitt aus der sehr empfehlenswerten Agrar heute. Für Landwirte wie mich ist das immer eine sehr gute Informationsquelle. Wir sehen ausschlaggebend der USDA-Report. Das ist praktisch so eine Art Angebot-Nachfrage-Analyse durch die Amerikaner. Und wir sehen also, dass hier die Preise massiv nach oben gehen. Ist nur ein kleines Schlaglicht, ist nur ein Puzzle dessen, was der Fall ist. Andere Puzzle sind Stahlpreise. Seit dem Vorjahr 145% gestiegen. Lumber, dieses Bauholz, auf Allzeithoch, das die Amerikaner nutzen. All das verteuert natürlich massiv das Bauen in den USA. Öl 80%, Sojabohnen 61%, Korn, also Mais 69%, Kupfer etc. etc. Auch der Food Index, FAO Food Index 25%, Bitcoin 470% etc. Money Supply, also die Geldmengenausweitung 24-25%, aber die berichtete Inflation ist nach wie vor bei 1, irgendwas Prozent. Da stimmt was nicht, denkt sich mancher. Das ist hier ein Reddit-Post, wurde dann sofort von der Fed geblockt, lustigerweise, weil man sich da die Frage gestellt hat, wie passt das zusammen. Wenn wir es anders mal sehen, dann sehen wir Aktienmärkte auf Allzeithoch, Hauspreise in den USA auf Allzeithoch, hier auch in Deutschland auf Allzeithoch, Kryptos auf Allzeithoch, Inflationserwartungen so hoch wie seit 2008 nicht mehr, aber die Fed sagt, wir brauchen null Zinsen, mindestens bis Ende 2023 und müssen mehrere Milliarden, Billionen in die Anleihemärkte pumpen, um unser Inflationsziel zu erreichen. Das stimmt hinten und vorne nicht und genau das wird der Gamechanger sein. Die Märkte werden der Fed sagen, Jungs, ihr seid völlig hinter der Kurve, ihr habt den Schlag nicht gehört und dann muss die Fed, die sozusagen hier falsch in ihrer Prognose lag, nämlich temporäres, vorübergehendes Ansteigen der Inflation, muss zurückrudern, muss sehr schnell zurückrudern, muss extrem reagieren und das dürfte die Märkte nicht unbeeindruckt lassen. Hier sehen wir mal Inflationserwartungen
für die 5-Year Break-Even Rate, also für die 5-jährige Inflationserwartung und die jährliche Inflationserwartung. Wir schießen da jeweils deutlich über 2,5%, respektive sogar über 3% nach oben. Wir sehen also hier eine steile Kurve und die dürfte sich nach meiner Auffassung aufgrund solcher Daten, die ich Ihnen eben gezeigt habe, versteilen. Wir haben heute den Kaixin Einkaufsmanager Index bekommen, schlechter als erwartet. Gestern hatten wir ja die staatlichen Daten, die waren besser als erwartet, wie ein Wunder, jedenfalls in diesem Kaixin Einkaufsmanager Index. Da schreibt derjenige, der die Umfrage verantwortet: "We should pay attention to inflation in the future as the GOGs for input and output prices have been rising for several months." Also die Preise steigen sowohl Input als auch Output, also das, was die Unternehmen an Kosten haben, als auch eben an Kosten durch Preissteigerungen weitergeben. Das geht deutlich nach oben. Wir sehen aber hier in China, dass dieser Kaixin-Einkaufsmanager-Index jetzt nicht so strahlend nach oben weist. Da scheint ein Stück weit die Erholung schon vorbei zu sein. Rising Raw Material Costs. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, ein Artikel aus dem Wall Street Journal, der klar macht, Preise steigen in China ziemlich massiv, weil eben die Inputkosten vor allem durch Rohmaterialien für die Produzenten deutlich gestiegen sind. Und all das hat natürlich Konsequenzen für die Märkte. Deswegen werden Staatsanleihen abverkauft, weil eben die Marktteilnehmer sagen, das mit der Rendite, das muss nach oben. Wenn die Rendite steigt, dann fallen die Kurse. Und so sehen wir das jetzt im ersten Quartal dieses Jahres. Wir den stärksten Verlust hatten bei Staatsanleihen laut dem Bloomberg Index hier seit dem Jahr 1980, also schon eine Hausnummer, und das hat dann wiederum Konsequenzen. Wir sehen hier zum Beispiel den Vergleich zwischen Growth und Momentum. Oben Growth, da ist also Wachstumsaktien, da sehen wir, dass das ein bisschen nachgelassen hat, während unten Value deutlich aufgeholt hat. Wenn wir uns das mal anschauen, jetzt im Monat der S&P 500, also im März 4,25% gestiegen, Dow Jones 6,63%, aber der Nasdaq nur 0,41%, also die Tech-Werte schwächer, trotzdem wir gestern eine starke Rallye bei den Techs gesehen haben und im Quartal S&P 500 5,78%, Dow Jones 7,7% und der Nasdaq 2,78%. Also wir sehen, übergeordnet bleibt der Nasdaq weiter zurück. Und wenn wir hier uns mal eine Grafik von Jesse Felder anschauen, Value to Growth, und das abgeglichen mit der 10-jährigen Rendite, dann sehen wir, da gibt es einen Zusammenhang. Je höher die Renditen steigen, umso besser performt Value to Growth. Und dieser Zusammenhang dürfte weitergehen. Das wird sich nicht plötzlich, trotz des Anstiegs des Nasdaqs, wird sich nicht sofort auflösen, denn dieses Schema wird übergeordnet bleiben. Und wenn wir uns jetzt mal die Gewinner aus dem S&P 500 anschauen, des Quartals, die Gewinneraktien, welche sind die stärksten Aktien, die 20 stärksten Aktien, dann ist dort nur eine Tech-Firma darunter, nämlich Applied Materials. Sonst sehen wir viel Energy, Consumer Discretionary, diese Geschichten, Financials, das sind so die Gewinner, die sozusagen jetzt in diesem Quartal gesucht waren. Und die Frage ist, wie geht das weiter, wenn eben jetzt der Inflationsdruck weiter anzieht? Jedenfalls sehen wir, dass in diesem Quartal der Dollar deutlich zulegen konnte, der vorher verprügelt wurde. Gleichzeitig aber sinkt der Dollar, was seinen Anteil an den globalen Devisenreserven belangt, auf ein 25-Jahrestief. Also der Dollar wertet auf. Gleichzeitig wird er immer unwichtiger. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass Russland und China ja vereinbart haben, wir wollen uns unabhängig machen von diesem SWIFT-System. Mithin können ja die Amerikaner sagen, wie sie es beim Iran praktisch angedroht haben oder auch faktisch umgesetzt haben bei iranischen Banken: Wir koppeln euch jetzt mal vom Dollarsystem ab, also eure Banken bekommen keine Dollars, dann ist man weg vom Fenster. Da hat jetzt Russland mit China einen Deal geschlossen, dass man hier Zahlungen vorwiegend nur noch in den eigenen Währungen abwickelt und sich sozusagen wappnet gegen das Drohpotenzial der Amerikaner, hier abgekoppelt zu werden vom Dollarsystem. Also auch dieser Trend dürfte sich fortsetzen, dass der Dollar als Reservewährung weiter an Bedeutung verlieren wird, weil und das aufstrebende China eben versucht sein wird, hier diese Dollar-Dominanz zu brechen. Schauen wir uns mal den gestrigen Handelstag an. Dow Jones leicht im Minus gegen den übergeordneten Trend, wie gesagt. S&P leicht im Plus, Nasdaq deutlich im Plus. Hat dann nach der Rallye dann zum Handelsende hin nochmal etwas Schwäche gegeben. Nasdaq 1,5% im Plus, wie gesagt. Gestern Technology, bester Sektor.
und Financials, Energy, Materials, also die Reflationstrades ganz am Ende. Wie gesagt, das eher untypisch. Und dann sehen wir, wenn wir uns mal den Charts anschauen, dann sehen wir, könnte der Nasdaq oben hier, Triple Q, das maßgebliche Nasdaq ETF, könnte dennoch eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden. Allerdings war gestern das Volumen in den Nasdaq-Aktien nicht besonders hoch. Also die Frage ist, wie aussagekräftig ist das? Noch ist diese Formation aktiv. Könnte also eine inverse Schulter-Kopf-Schulter sein, was für steigende Preise spricht. Oben, unten sehen wir den S&P 500 mit dieser etwas seltsamen Kerze dann gestern, so einem aufsteigenden Wedge. Aber wir sehen nach wie vor eher schwächere Internals, also Anteil der Aktien, die steigen in Relation zu Anteil der Aktien, die fallen. Gestern hatten wir ja solche Werte wie Apple deutlich im Plus, also die Schwergewichte, die dann die ganzen Indizes deutlich mit nach oben ziehen. Jetzt haben wir gestern ja die Verkündung gehabt von Joe Biden in Sachen Build Back Better irgendwie oder so heißt das Programm, also mach alles besser als vorher, gell? Und wir sehen, dass hier natürlich ein sehr großer Anteil an sogenannten Green Initiatives drin ist, also Dinge, die eher als grüne Vorstellungen gelten, das werden die Republikaner nicht mitmachen. Dementsprechend dürfte es Monate dauern, wenn überhaupt, bis dieses Ding durchkommt, auch in Frage mit der Unternehmenssteueranhebung. Die Republikaner werden in den Wahlkampf ziehen mit dem Thema für die Midterm Elections. Wir sind gegen Steueranhebungen, Biden ist dafür. Dementsprechend wird das eine ganz schwierige Geschichte. Möglicherweise ist das schon eine Totgeburt. Jedenfalls sehen wir, es geht hier insgesamt um einen Anteil von über 12% des BIPs. Das ist also nicht unerheblich. Nochmal kurz zu diesem Geschehen um Archegos oder Archegos. Hier scheinen sich jetzt die Verluste in der betroffenen Banken auf etwa 30 Milliarden zu summieren. Die SEC macht jetzt eine Untersuchung, also die Börsenaufsicht in den USA. Und hier sehen wir eine interne Grafik der Nomura, die ja so besonders stark getroffen ist. Hier sind die verschiedenen Kontinente hier, und hier sieht man in dieser Grafik, wie viel eben auf Hebel ausgeliehen wurde, Kredite gegeben wurde an solche Player wie Archegos. Und da sehen wir hier Amerika, also die USA, das Gelbe hier schießt massiv nach oben. Also man hat hier offenkundig massive Geld ausgeliehen. Die Frage ist, ist das, was mit Archegos passiert ist, ein Einzelfall oder nur die Spitze des Eisbergs? Ich würde zu letzterem tendieren. Und wenn wir jetzt nochmal hier uns nach Deutschland orientieren, sehen wir Deutschland der Marktkapitalisierung jetzt insgesamt zugenommen. 175 Milliarden Euro, Dollar, schreibt hier Holger Cepic, hat der deutsche Aktienmarkt gewonnen. Erstaunlich eigentlich angesichts einer Situation, wo man das Gefühl hat, dass Deutschland jetzt nicht gerade auf dem super aufsteigenden Ast ist. Corona-Krisen im Management und viele andere Problematiken an die Bürokratie, die nicht aus dem Quark kommt, alles irgendwie sehr lahm, so wenig zukunftsorientiert, sehr prinzipienorientiert hier in Deutschland. Gleichzeitig steigen die Aktienmärkte. Jetzt sind wir praktisch auch bei knapp 2,5% der Weltmarktkapitalisierung, aber insgesamt dann ungefähr so viel wert eben wie eine Amazon. Naja, das muss man leider dann als Vergleich auch mal erwähnen. Also, das zweite Quartal könnte ein echter Gamechanger werden, weil eben diese Catch-up-Inflation dann plötzlich rausschießt und dann zu Reaktionen an den Märkten führt, die jetzt schon tendenziell eingeläutet sind. Wir haben ja einen Anstieg der Rendite gesehen, aber dann werden die Märkte weiter der FED zeigen wollen, dass sie hinter der Kurve ist. Deswegen dürfte zu erwarten sein, dass wir in diesem zweiten Quartal deutlich steigende Kapitalmarktzinsen weiter sehen, vor allem in den USA. In Europa schwierig zu sagen mit diesen ganzen Lockdowns, Hamburg jetzt Ausgangssperre. Jetzt frage ich mich, wann soll ich mein bayerisches Bier an der Elbe trinken, ohne illegal vorzugehen, gell? Das muss ich noch überlegen, wie ich das, also. Jedenfalls sehen wir, dass Frankreich jetzt im Lockdown ist und all diese Geschichten. Das ist erstmal ein Amerika-Thema, aber auch die Anleiherenditen in Europa dürften steigen, wenn eben die Renditen in den USA nach oben gehen. Das war's erstmal, meine Damen und Herren. Wir sehen uns heute nochmal, vielleicht einen Ticken früher zum Marktgeflüster. Dann werde ich mich dahin begeben, wo wenig Menschen und viel frische Luft ist. Bis dann, Servus und Ciao.